Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine IKEA-Kallax-Tür einbauen und somit natürlich auch den Türeinsatz im Wandregal anbringen und vor allem am Ende auch richtig einstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich möchte meinen Türeinsatz mal hier oben links einbauen und wichtig ist aber auch noch zu wissen, wenn dein Regal an der Wand befestigt ist, wurde das mit zwei solchen Winkeln normalerweise, wie in einem extra Video gezeigt, auch schon gemacht und damit muss unbedingt diese Blende herunter, da sonst der Türeinsatz einfach nicht richtig hineinpasst. Wenn das aber geklärt ist, dann können wir auch schon mal alle Bauteile am besten auf dem Boden ordentlich ausbreiten, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Zuerst einmal müssen wir unseren Einsatz richtig zusammenfalten. Hierfür die weißen Flächen nach vorne schauen lassen und das Ganze einfach mal wie so ein U nach vorne zusammenfalten. Hier hinten diese geknickte Stelle geht übrigens auch auf unsere Seite über. Und da müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass hier vorne diese Teile einmal noch umgeklappt werden, dass das Ganze da einfach noch etwas stabiler ist. Auch unsere beiden Scharniere können wir mal in die Tür einbauen, hierfür dieses einfach dementsprechend in das Loch hineingeben und dann können wir auch schon mit zwei solchen stumpfen Schrauben das Ganze an dem Türblatt befestigen. Ich verwende hierfür übrigens am liebsten einen Akkuschrauber, den ich mal auf die Drehmomentstufe 5 gestellt habe. Dann sind alle Schrauben gleich stark angezogen, was übrigens auch ein tolles Drehmoment für den Möbelaufbau ist. Natürlich geht es auch mit einem einfachen Schraubendreher. Nun benötigen wir mal diesen mitgelieferten Abstandshalter, denn den muss ich in mein gewünschtes Fach auf dem Boden einmal auf der linken Seite hinlegen, ganz gegen diesen Boden auch drücken und dann einfach eine kleine Markierung mit einem Bleistift hier hinten machen. Das sind normalerweise 2 cm und genauso gehe ich auch auf der anderen Seite vor. Im nächsten Schritt entscheiden wir auch schon, ob unsere Tür jetzt nach rechts bzw. nach links aufgehen soll. Hier haben wir nämlich auf einer Seite bei dem Einsatz jeweils 2 solche vorgebohrten Löcher, wo auch anschließend unsere Scharniere angebracht werden. Bedeutet in meinem Fall würden die Scharniere auf der linken Seite angebracht und die Tür geht somit auch in diese Richtung auf. Möchte ich das Ganze natürlich, dass die Tür in die andere Richtung aufgeht, dann müsste ich den Einsatz einfach mal um 180 Grad drehen und natürlich wieder hier hineinsetzen. Jetzt aber erst einmal den Einsatz so verschieben, dass wir unten auch schön bündig mit unserer Markierung sind. Und nun geht es darum, dass wir das Gegenstück von unserem Scharnier mal richtig an dem Regal festschrauben. Bedeutet einfach, der Pfeil, der muss nach vorne schauen und wir verwenden beide Löcher A. Und das Ganze wird übrigens mit 2 solchen kurzen spitzen Schrauben im Regal festgeschraubt. Wichtig noch als Tipp, mit einem Schraubendreher wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden. Deswegen am besten gleich einen Akkuschrauber zur Hand nehmen. Mit der anderen Hand halte ich übrigens den Einsatz auch ordentlich fest, dass der natürlich nicht verrutschen kann. Und ich schaue jetzt gleich mal, dass meine Schrauben wirklich ungefähr von der Höhe her in der Mitte von den Bohrlöchern liegen. Auf der anderen Seite wird der Einsatz nur mit 2 Schrauben befestigt und hierbei natürlich auch wieder auf unsere Markierung am Boden achten. Die Tür kann ich jetzt auch schon ganz einfach von vorne einmal richtig einhaken. Hierfür einfach darauf achten, dass die beiden Schrauben in die größeren Bohrungen hier hineinpassen und dann die Tür einfach mal etwas weiter nach hinten schieben und danach mit einem Schraubendreher beide Schrauben noch etwas anziehen, dass die Tür natürlich auch nicht mehr nach draußen abhauen kann. Da unsere Tür auch schon von alleine hält, kann ich mal meinen Türgriff anbringen. Hierfür von der einen Seite die relativ lange Gewindeschraube einmal schon per Hand in den Türgriff einbringen und danach einfach mal wieder mit dem Schraubendreher oder mit dem Akkuschrauber diese Schraube etwas fester anziehen. Zum Schluss möchte ich meine Tür mal noch richtig einstellen. In meinem Fall schleift diese nämlich am Boden und bedeutet, die ist etwas zu tief gesetzt. Das Ganze ist auch leicht schief, was man relativ gut hier außen erkennen kann. Bedeutet, hier ist der Abstand größer als hier oben. Und ich möchte meine Tür aber auch noch allgemein etwas weiter drinnen haben, da ich einfach hier noch einen größeren Abstand habe als hier hinten. Und dann müssen die Scharniere natürlich auch etwas weiter nach hinten rein. Am liebsten tue ich zuerst einmal die Tür gerade stellen. Bedeutet, in meinem Fall muss ich jetzt das Scharnier hier unten etwas weiter rechts rüber bekommen, dass sich natürlich die Tür hier hinten auch etwas nach oben hebt und somit der Spalt hier hinten auch gleichmäßig ausschaut. Hierfür hat das Scharnier hier vorne so eine kleine Madenschraube, die ich jetzt mal im Uhrzeigersinn reindrehen kann und dadurch drückt sich das Scharnier nämlich auch schon automatisch von meinem Regalwandteil weg. Will ich das Ganze natürlich gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann geht das Scharnier wieder Richtung meinem Seitenteil.
Ich würde sagen, der Spalt hier außen schaut schön gleichmäßig aus und die Tür lässt sich auch super öffnen. Würde die Tür nämlich etwas zu weit links drüben sein, dann könnte es beim Öffnen einfach sein, dass die Tür jedes Mal gegen dieses Seitenteil hier außen geht und das möchten wir natürlich auch nicht haben. Und als nächstes stelle ich jetzt einfach mal die Höhe von der Tür ein, da sie ja wie gesagt etwas zu weit unten ist. Hierfür müssen wir zuerst mal unsere insgesamt 4 Befestigungsschrauben etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und danach lässt sich die Tür nämlich auch schon von der Höhe her heben bzw. etwas senken. Bedeutet, mit der einen Hand gehe ich jetzt darunter, kann das Ganze auch schon leicht nach oben heben und nun muss ich natürlich auch meine 4 Schrauben mal wieder fest anziehen, dass die Tür sich auch nicht wieder setzen kann. Auch unsere Höhe hier passt auf jeden Fall, deswegen die Tür natürlich auch nicht mehr schleift und nun möchte ich diese aber noch etwas weiter nach innen reinschieben. Hierfür müssen wir mal die etwas größere Schraube bei unserem Scharnier gegen den Uhrzeigersinn leicht öffnen. Dasselbe Spiel mache ich oben natürlich auch und halte aber mit einer Hand jetzt auf jeden Fall die Tür fest, dass diese auch nicht rausfliegen kann. Und dann kann ich das Ganze einfach mal, wie wir es benötigen, relativ gleichmäßig oben und unten verstellen und danach einfach mal die Befestigungsschraube wieder im Uhrzeigersinn ordentlich festschrauben. Jetzt sind auch unsere Abstände hier unten auf beiden Seiten zur Tür und vor allem auch auf der Seite hier außen zur Tür hin genau gleich. Und somit haben wir jetzt auch schon so einen Türeinsatz richtig eingebaut und vor allem auch richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt auch so ein Kallax-Regal in den verschiedensten Varianten bzw. Größen, eine einfache Box, so einen Türeinsatz oder natürlich auch eine Schublade, die ich in einem extra Video auch noch einbaue, zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.